Die Wirtschaft wächst, Unternehmer jubeln, doch Behinderte profitieren kaum von diesem Aufschwung. Eine Studie belegt, dass Arbeitgeber eher die Schwächen von Behinderten sehen. Dabei sind sie oft besonders motiviert und leistungsfähig, weil ihre Behinderung oft viel Organisation im Alltag erfordert. Das zeigt auch das Inklusionsbarometer. Mehr als 80% der Firmenchefs können keine Leistungsunterschiede zwischen den Mitarbeitern mit und ohne Behinderung feststellen. Doch für wen gelten denn besondere Schutzvorschriften am Arbeitsplatz? Das Schutzniveau im deutschen Recht, was jetzt Schwerbehinderung angeht, liegt daran, wie hoch der Grad der Behinderung ausfällt. Zum Beispiel sind die meisten Schutzvorschriften erst dann einschlägig, wenn ein GDB, so nennt man Grad der Behinderung, von 50 erreicht ist. Beispielsweise Sonderkündigungsschutz gegen arbeitsrechtliche Kündigung besteht, wenn ein GDB von 50 erreicht ist oder wenn der Arbeitnehmer ein GDB von 30 hat und gleichgestellt wurde. Im deutschen Recht ist zudem eine Beschäftigungspflicht für Menschen mit Schwerbehinderung festgeschrieben. Wenn ein Arbeitgeber mehr als 20 Arbeitsplätze ausschreibt, muss er mindestens 5% davon mit schwerbehinderten Menschen besetzen. Jedoch umgehen viele Unternehmen diese Regelung, indem sie sich von ihrer Verpflichtung freikaufen. Der Trend geht allerdings zur Inklusion. Immer mehr Unternehmen stehen der Einstellung behinderter Menschen positiv gegenüber, vor allem aufgrund der fortschreitenden Digitalisierung. Inwiefern unterscheiden sich die Lohnregelungen für Menschen mit Behinderung zu gewöhnlichen Arbeitnehmern? Im Gesetz ist vorgesehen, dass Menschen mit Schwerbehinderung, jedenfalls wenn sie ein GDB von 50 oder mehr haben, tatsächlich Sonderurlaub bekommen. Und zwar ist es pro Arbeitstag ein Urlaubstag mehr. Sprich, wenn jemand 5 Tage die Woche arbeitet, hat er 5 Tage Zusatzurlaub als Schwerbehinderter. Gerade die Digitalisierung bietet Menschen mit Behinderung mehr Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Das belegt auch das Integrationsbarometer von 2016 der Aktion Mensch. Ihm zufolge ist die Inklusion am Arbeitsplatz hierzulande so hoch wie nie. Vergangenes Jahr waren rund 1,2 Millionen behinderte Menschen in Deutschland beschäftigt, 300.000 mehr als im Jahr davor.